Flamme, Blitz, Gesundheit, Mana. Wir werden sie auf jeden Fall verstärken. Und zwar indem wir sie voll schärfen. So, und damit hat sie alle vier Stärke. Gut gemacht, o oh Held. Warte mal. Sind jetzt alle drauf oder nicht? Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist die Bratpfanne. Ja, sie ist voll verstärkt. Epic Für Bratpfanne. Gerechtigkeit. Yeah! Mit Bild drauf, so. Bäm, hat's da mal gemacht. Ja, ich freue mich gerade wegen eines Heiligenscheins. Das bedeutet, ich bin so weit gut, dass ich jetzt nach den Grabhügelfeldern gehen kann. Zu meinem Lieblingsplatz, dem Tempel von Avo. Die richtige Zeit abwarte. Mal wieder. Also, das ist absolut nichts Neues. Aber vielleicht dann jetzt endlich das Legendary bekomme. Und wo ist mein Heiligenschein jetzt schon wieder hin? Der ist wieder weg. Ich hab euch im Visier. Was soll denn der Schmarrn? Mann, das sieht so epic aus. Ihr habt im Leben den rechten Weg eingeschlagen. Das ist mal sicher. Ja, zumindest habe ich aktuell den rechten Weg eingeschlagen. Genau, Hannibal. So sieht's aus. Jetzt kann ich meinen Gegnern einen überbraten. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir sind gleich wieder bei unserem Lieblingstempel. Wo es ja immer mal wieder was Neues zu entdecken gibt. Die Skomms Kapelle. Stimmt, Skomms Kapelle, nicht Temple of Evo. Es ist aber noch nicht so weit. Die Zeit muss sich noch etwas weiter bewegen. Ja, willkommen in Bringt mir Hallo. Opfer und ich belohne euch mit purem Bösen. Wusstet ihr, dass ich mal der Heldengilde beitreten sollte? Da ist er ja, der es war Heiligenschein. erstaunlich. Drei, Wir können nicht ewig hier herumstehen. Es gibt Leute zu retten. Ich sage, es ist jetzt soweit. Ich versuche es. Anhänger. Gut. Der Würfel ist gefallen. Ja, opfer ihn. Opfer ihn schneller. Sehr großzügig. Ihr sollt als Lohn das Böse haben, das ihr begehrt. Was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Wir kriegen nur Böse. Wir sind nur ein bisschen böser geworden. Aber die Zeit sieht gut aus. Nochmal, 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 nochmal. Hier, hier, hier. Komm, nimm, 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 nimm. Ich sehe dich. Ja, nimm. Hab ich. Nimm ihn. Der Würfel ist gefallen. Euer Wunsch nach meinem bösen Einfluss ehrt mich. Ihr werdet es weit bringen. Ja! Woo! Yeah! Woop, 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 woop. Wir haben den Bogen, wir haben den Bogen. Boop, 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 boop. Hat ja auch nur gedauert. Dieser Langbogen, eine vielgerühmte Waffe vom Oberberg, trägt in sich dunkle und furchtbare Geheimnisse, die Feinde mit einzigartiger Stärke anzutreiben scheinen. Oh, endlich! Endlich können wir jetzt wieder anfangen, böse zu werden. Und ich habe das perfekte Ziel, um unsere Böshaftigkeit ein bisschen hochzutreiben. Oakvale. Nein, Oakvale haben wir schon. Northos Glail. Wo bist du? Obstfarm. Nothule. Yes! Ist das geil. Endlich haben wir den Bogen. Endlich. Finally. Finally, we did it. B
Bäm, 410 Schaden. Bäm, 700 Schaden. Oh, daneben. Na egal. Bratpfanne-Action. Nein. Wir bezahlen nicht für den Mord. Der Hund in der Pfanne wird... Das ist der Erfolg, den wir jetzt gerade gemacht haben. Durch die Bratpfanne. Warte mal, können wir mit der Bratpfanne jemanden erstechen? Naja. War jetzt zu langsam. Wir können es ja nochmal probieren. Aber die macht echt wenig Schaden. Nein, da tritt er dann lieber zu. Anstatt zu stechen. Okay, die Bratpfanne ist ganz nett, aber ich wollte eigentlich nur den Erfolg haben mit der. Das Katana Hero. Entermesser Blautain. Das ist auch leicht, das ist sogar besser. Nee, das Katana ist besser. So, jetzt werden auch die Werte korrekt berechnet. So, dann kommen nur noch die schweren Sachen. Alles klar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann wollen wir mal ein bisschen aufräumen und ein bisschen niedermetzeln, um uns hier ein neues Haus zu leisten. Ein neuer Laden kann jetzt gekauft werden. Welch unglücklicher Zufall. Ein neues Gebäude kann jetzt gekauft werden. Ja, das vermieten wir natürlich auch direkt wieder. Mach die Tür auf hier. Hallo. Hier wird nicht geschlafen. Neue Läden sind zu kaufen. Und Gebäude und alles ist jetzt neu zu kaufen. Jetzt fehlt uns nur noch die Plattenrüstung. Dann können wir das Tor öffnen. Ja, das Gebäude vermieten wir auch. Wir arbeiten uns jetzt da Stück für Stück vorwärts. Ja, hier wird immer gearbeitet irgendwie, ne? Ups. Ach, jetzt habe ich wieder das blöde Geräusch ausgelöst. Na, was soll man machen, wa? Warum darf ich eigentlich den Baden nicht umbringen? So, ein neues Gebäude steht zum Verkauf. Wundervoll. Kaufen, vermieten, weg hier, weil das Dingeln geht einem auf den Sack. Hallo, hier wird nicht geschlafen, während ich euch wieder metzeln möchte. Im Übrigen, wenn ich schon mal hier bin, können wir ja auch dementsprechend alles durchsuchen. So, ja, vermieten. Ein neuer Laden kann gekauft werden. Super. Was ist hier oben mit dem Haus? Warum darf ich das noch nicht kaufen? Hä? Hier gibt es eine Kiste. Also hier war ich auf jeden Fall schon mal drin. What the fuck? Kamera? Was war das jetzt gerade? Oh, da ist noch... Ja, da darf ich reingucken. Ihr findet nichts Interessantes. Na gut. Nächstes Haus. Aufwachen! Es ist Zeit zu sterben! Und das ist wieder ein neues Haus zu verkaufen! Welch Zufall! Weil ich's kann! So, ein neues Buch! Vielleicht eins der Bücher, die uns noch fehlen! Oh, Alter! Ich hasse das, wenn die einen so in die Ecke drängen. Ja, ist auch gut jetzt da. Geh mal weg. Stopp, stehen bleiben. Das Haus sollte ich natürlich auch kaufen. Nicht nur freiräumen, sondern auch kaufen. Ja. Oh, ist das schön. Wir können endlich wieder mies werden. Wir müssen nur darauf warten, dass uns die Haare ausfallen. Dann sind wir wieder böse genug. Beziehungsweise sind wir dann kurz vor böse genug. So, hier unten hat es noch ein Gebäude. Ich glaube, wir haben dann auch alle Gebäude schon... Ne, hier schlafen noch Leute. Ich höre sie schnarchen.
Ich höre euch schnarchen. Pennen die Leute hier mitten in der Aufnahme ein, ey. Bei so einem tollen Spiel. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Das mag ja sein, dass da wieder eine super wichtige Questkarte auf uns wartet. Hier wartet aber erstmal das Vergnügen des Niederschmetzelns auf uns. Ein neues Gebäude kann jetzt gekauft werden. Sehr schön. Damit gehört uns fast die ganze Stadt. Ein Gebäude noch kaufen. Tada! Wir haben die gesamte Stadt gekauft. Ach, ist das schön. Dann können wir jetzt hier auch weggehen. Ein bisschen böse geworden. Gekauft. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir weiter? Ihr besitzt 7 Häuser, 3 Läden. In Oakville war ich aber schon mehrfach gewesen. Wir haben ja neue Bücher gefunden. Mal schauen, ob wir die vielleicht abgeben können in Superstone. Es ist wieder nicht hell genug. Es ist nie hell genug, wenn ich herkomme. Oh, wir fangen an, böse zu werden. Wir verlieren unsere Haare. Ja, da brauchst du gar nicht lachen. Wusstest du nicht, dass böse Menschen eine Glatze haben? So wie so ein Mönch. Ja, wir sehen ein bisschen aus wie ein Mönch. Naja, mehr oder weniger. Oh, 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 unsere Hörnerchen wachsen auch schon wieder. Hier ist ja schön. Dann wollen wir mal dem Lehrer wieder helfen. Zumindest hoffe ich, dass wir mindestens ein neues Buch haben. Ja, jeder Glatzkopf ist böse. Ungelogen. Der kann nichts Gutes im Kopf haben. Dann wären ja die Haare noch dran. Der war schlecht. Aber er musste sein, es tut mir leid. So, da kommen wir eh nochmal wieder hin. Wir haben offiziell eigentlich alles erledigt, was wir vorher erledigen wollten. Nein, da fehlt noch einer, bevor ich dann damit fertig... zwei. Einer durch eine Quest. Die kann halt eben bis zum Ende des Spiels auch dauern. Und einer, den ich noch finden muss. Den ich aber auch noch finde. Skorms Kapelle, warum auch immer das immer noch eine offene Quest ist, aber wir haben sie abgeschlossen. Genauso wie mit Tempel des Lichts und so, wir haben alle Quests abgeschlossen. Die Leute nennen euch Sensenmann, das habe ich selbst gehört. Ja, hast du gut zugehört. Das ist eben jener Sensenmann. Könnte mal der Lehrer jetzt bitte aufwachen? Der schläft, glaube ich, hier hinten in der Taverne, ne? Zumindest taucht er von da aus immer auf. Es ist mitten am Tag und der pennt immer noch. Hey, Alvin! Sucht ihr nach Kampfausrüstung? Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Oh, 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 wir müssen gleich nochmal nach Nordbowerstone. Fällt mir da gerade mal so ganz spontan ein. Denn da gibt es ja auch noch was zu kaufen, was wir noch brauchen. Du warst nicht der Lehrer, nein. Nee, hier pennt keiner. Hier pennt der Lehrer nicht im Gerade. Wo ist der denn? Ist der noch am Saufen oder was? Der soll jetzt endlich hier an die Arbeit gehen. Gab es nicht auch mal eine Quest mit dem Schmied, dass wenn man ihn einen Zettel gebracht hat, geschlafen hat... dass man danach, wir lassen uns mal eine Glatze machen. Das sieht affig aus. So. Und, nee, wir lassen uns nicht rasieren. Doch, wir lassen uns rasieren. Nur die Spitzen schneiden oder sowas? Ja, ja, nur die Spitzen schneiden, genau, ja, ja. Wo ist denn da? Ist die Nassrasur?
So. Wo habt ihr den gesteckt? Tja, ich war unterwegs. Wo war ich? Ach genau, dass man ihm so einen Zettel bringt oder so, so einen Auftrag. Und der macht ihm einem auch noch ein Legendary. War da nicht was? Hühnchen! Und es fliegt und sieht. Bis auf die andere. Ja, da freut euch, ne? Yeah! Er hat das Hühnchen gekickt, like a boss. Yeah! Und da kommt der Lehrer. Lehrer! Habt ihr heute... Ein neues Buch. Es ist zwei nur noch. Wenn ein Held... Balverine sind die wildesten Kreaturen in Albion. Doch einst gab es ein... Siehst du? Auch Mädchen können Helden sein. Ja, auch Mädchen können Helden sein. Der Trick... Nein, es fehlen noch zwei Bücher. Krrr. Na egal. Zwei Bücher und Kleidung. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal eine neue Waffe kaufen. Noch ein Legendary. Dann haben wir 11 von 12, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sind auf jeden Fall schon über 10. Die wir haben. Und dann mache ich gleich eine kleine Pause, werde was essen und danach machen wir, beenden wir Fable für heute. Für immer. Das klingt doch nach einem Plan. Genau, haben wir damit abgeschlossen. Du sagst es. Innerhalb von einer Woche Fable durch. Das ist gut. Würde ich sagen. So, warst du es gewesen? Genau. Ausgehhandschuhe? Nein. Er hat leider nicht die... Ach scheiße, den brauchen wir ja auch noch. Ah, die deutsche... Die goldenen Sachen. So, wo ist denn hier Solos Großschwert? Für 73.000. Kaufen wir. Und wir haben den Erfolg, aber ihr seid ein Zaubererheld. Bitte beachtet, dass Waffen in dieser Stadt nicht erlaubt sind. Eure Waffe wird für euch aufbewahrt, bis ihr die Stadt verlasst. Man hätte euch getötet. Ja, ja, hat man aber nicht. Wisst ihr was? Dann können wir nochmal kurz ein bisschen Geld machen. Ich glaube, in welcher Stadt ich das mache, ist eh egal. Diamanten, die dürften sich doch eigentlich auch lohnen. Geldtechnisch. Dass wir wieder auf einer 500.000 ungefähr sind, das sollte ja reichen. Alle verkaufen, alle verkaufen, alle verkaufen. Dann kaufen wir sie nochmal zurück, dann haben wir wieder ein bisschen Geld drin. So, Diamanten, Smaragde und Saphire. Wir sind auf einer 500.000, das reicht. So, jetzt die Frage, wo bekomme ich die letzten beiden Teile her? Nämlich die Hose und die Schuhe. Für das goldene Plattenhelm. Damit wir noch die letzte Tür öffnen können, die wir öffnen können. Weil es gibt dann noch eine Tür, aber die können wir ja später öffnen. Ich würde fast schon spontan behaupten, ziehen wir das Internet nochmal zur Rate. Fable, goldene Plattenrüstung. Wo wird denn das... Ah, das ist ja toll. Hier gibt es einen Spoiler, den kann ich mir aber nicht anzeigen lassen. Das ist klasse. In Snowspire. Snowspire? Wo ist denn Snowspire? Das ist doch erst später. Das Doofe ist, dass die hier irgendwie in dem Forum, was ich offen habe, abrutschen von... der goldenen Plattenrüstung zu Waffen. In North of Glale soll es noch einen Teil geben.
Und in Snowspire. Okay, dann muss man das beide suchen. Ja, das ist... Okay. Dann North of Late. Ich hoffe, da sind wir noch gesucht, aber sowas von. Da sind wir noch ein bisschen gesucht. Ja, nur minimal gesucht. 21 mal Mord. Nee. Dann gehen wir mal kurz raus. Verlassen das Gebiet also offiziell. Ah. In der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf uns. Ja, die Questkarte werden wir gleich nach dem Essen angehen. Ich will erst noch die Plattenrüstung zumindest zu dreiviertel zusammen haben. So, dann gucken wir mal nach, ob sie uns jetzt wieder mögen. Ansonsten, drauf geschissen, bezahlen wir die 42.000. Oh, nur noch 32.000, nur noch 28.000. Ja, es geht runter. Noch ein paar Mal hin und her wechseln, dann sollten wir das gleich haben. Hey, nur noch 26.000. Ja, Mensch. Sieht irgendwie affig aus, wie wenn eine Mischung aus Gut und Böse sind. Ah, es sind immer noch 26.000, okay. Dann warten wir kurz ein paar Minütchen. Wir könnten natürlich auch in eine andere Stadt gehen und uns kurz schlafen legen. Das ginge auch. So, durch die Tür. Ja, komm, scheiß drauf. Hallo, ich will doch bezahlen. Ja. Mord wird hier nicht geduldet, deswegen bin ich rausgeflogen. Ärgerlich. So, ich glaube aber, dass die Händler noch nicht da sind. Das heißt, wir werden so oder so mal eine Runde schlafen müssen, bis der Händler wieder da ist. Gesundheit. Ne, die Händler sind noch nicht wieder da. Wo könnte ich denn hier am sinnvollsten schlafen? Ach, weißt du was? Nein? Ja. Yep. So. Wird's nicht mehr vermietet. Ist auch nicht weiter schlimm. Ist jetzt mein Bett. Dann kann ich hier auch pennen. So, es ist Nacht. Wir machen die Nacht zum Tag. Schauen mal nach. Noch sind sie nicht wieder da, okay. Das dauert immer so 2-3 Nächte, glaube ich. Oder? Warte mal. Unten tauchen nämlich die ersten Leute wieder auf. Also in der Minimap. Das könnte aber auch der Bade sein. Und der Spieltyp. Wir schlafen einfach nochmal 2 Tage. Stimmt, Schlagchampion sind wir noch nicht. Oh, verdammt. Gut, dass du was sagst. Wo fehlt mir denn da noch was? Ja. Ich will nicht mit dem Tätowierer. Bist du hier nicht der... Oh, rede ich mal mit dem Tätowierer? Warum reden die nicht mit mir? Also warum werden die nicht grün umrandet? So, jetzt vielleicht... Lol. Warum kann ich bei ihm nichts kaufen? Nee, Schlagchampion bin ich noch nicht. Bin ich noch nicht. Ich habe erst Stufe 3 der Schlag. Von dem Schlagchampion-Gedönse. Glaube ich. Warte mal, kann ich nachgucken? Ausrüstung. Klack. Schlüssel. Wir haben... Faustkampf Stufe 3 ist das Maximale, was wir bisher beendet haben. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wo die anderen sind, aber das finden wir raus. So, erstmal raus, wieder rein. Scheiß Bug. Da müsste doch jetzt hier der Verkäufer sein. Ist ja 26.000 soll ich bezahlen. Und ich verdiene alleine mit dem Dorf 14.000. Das sind Peanuts. Absolute Peanuts. Oh, mal Platz da.
Kann ich jetzt mit dem Tätowierer zumindest quatschen? Nee, er will nicht. Er will mich absolut nicht. Wir dachten, man hätte euch getötet. Wo war denn die... Das kann ich ja nachgucken, glaube ich. Stufe 3. Okay, ich, Ja. Das bringt nix. Dann machen wir mal Nacht. Und dann schauen wir uns in der Nacht um. Dann sollte ja hier der Faustkampf wieder sein. Hier ist kein Faustkampf aktuell. Ist es noch nicht dunkel genug oder kommen die erst Mitternacht? Und jetzt sag mir bitte nicht Mitternacht. Also ich weiß, dass ich Zwillingslager müsste ich haben. Da kommen sie. Und Südbauerstone. Die beiden haben wir auf jeden Fall. Na, wollt ihr doch nicht kämpfen hier, oder was ist los? Bitte, keine Gewalt, ja? Tauchen die Kämpfer erst dann auf, wenn man sie soweit schon gebracht hat? Ja, die müssten... Ja, ich meine auch, dass sie gleich angerannt kommen. Typ, du nervst mich. Geh weg. Da kommen sie. Da kommen sie. Ich sehe sie. Da kommen sie. Da kommen sie. Jetzt passt es gerade nicht. Sprecht mit dem Anführer. Ja, ich warte ja nur auf den Anführer. Wenn der Meister Kleister mal kommen würde, dann könnten wir ihn auch umklatschen. Aber der kommt ja hier von... Ewig in der und Gilde drei Tage weit eine entfernt. Wichtige Questkarte auf euch. So, jetzt fehlt nur noch der Anführer und der kommt da hinten angelaufen. Wir laufen ihm mal entgegen. Dass es nicht ganz so lange dauert. Aber wir sind nicht ewig. Oh, der latscht nur durch die Gegend. Das ist ja nervig. Ich bin doch. David, wenn ihr euch in einen. Ja, sie? Ihr wollt. Jupp. Macht euch. Nackig in Unterhose. Oh, und die fangen direkt wieder an mit Abwehren. Vorteil ist, dass es uns jetzt nicht mehr um Geld geht. Das heißt, wir dürfen auch, uns auch ruhig mal treffen lassen. Ah, stimmt, die halten ja ewig und drei Tage viel aus. Na komm. So, Nummer 1 weg. Keine Ahnung, ich glaube, das Entwicklerstudio ist englisch. Deswegen die englische Unterhose. Oder aber das ganze spielt in England. Von vor 200 Jahren oder so. So, Nummer 3. Ich bin doch im Ring. So. Den haben wir auch weg. Kommt jetzt der Chef? Nein, noch nicht. What the fuck? Wie ich ihn eigentlich getroffen hatte, aber auch nicht, weil irgendwie er daneben gehauen hat. Ja, 3 Schläge machst du, alles klar. Ja, ich weiß, dass ich im Ring bleiben soll. Was soll ich denn machen? So, 3-mal dazu geschlagen. Dann können wir jetzt wieder... Jetzt kommt der Chef. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Der... Nein, doch noch nicht. Okay. Nur sozusagen der Chef. Ja, immer weiter so. Oh Mann, hört doch auf abzuwehren. Das zögert das doch nur hinaus. Ihr solltet doch im Ring bleiben. Bin ich doch. Alles gut, bin noch im Ring. So, jetzt kommt der Chef. Jetzt müssen wir aufpassen. Immer noch nicht. What the fuck, wie viele Leute kommen denn hier noch, bitte? Das ganze Entwicklerteam einmal, oder was? Halbe Nacht ist schon rum. Können wir jetzt mit dem Chef?
dann musst du ja, endlich. So, jetzt heißt es aufpassen und vorsichtig sein. Er schlägt dreimal zu, der letzte Schlag ist ziemlich gewalttätig, glaube ich. Aber solange wie wir ihn in den Rücken ballern, ist alles gut. 5, 4, 3, 2. Mann, roll doch! Warum? Oh Mann! Ihr bringt es nicht weit, wenn ihr nicht mal im Ring bleiben könnt. Oh Gott, ey, was war das denn? Okay, wir müssen nochmal zweimal schlafen, dann machen wir den gleichen Scheiß nochmal. Ich meine, 2 Sekunden, um wieder in den Ring zurückzukehren, sollte ja rein theoretisch reichen, aber nein, es hat nicht gereicht. Ich bin absolut dafür, dass wir uns zumindest mal eine Hose anziehen. Hose. Nein. Okay, doch. Haben wir auch passende Schuhe dazu? Nicht wirklich. Nö, keine Stiefel, das sieht schon sexy genug aus. Ja, wenn wir schon uns so schlagen lassen wie eine Frau, dann müssen wir auch aussehen wie eine Frau. Damit das zumindest praktisch ist. Wobei, Frauen schlägt man nicht, also sind das alles hier Schweine. Oh, kommen die heute noch zum Kämpfen vielleicht mal? Das war meine böse Seite, als ich das Dorf vernichtet habe, inklusive Frauen und Kinder. Wobei Kinder habe ich keine getötet. Jetzt passt es gerade nicht. Sprecht mit dem Anführer. Ja, die schlafen in gesonderten Häusern. Die werden nämlich abends immer in die Keller gesperrt. Ja, was machen die hier mit den Kindern? So, dann schnappen wir uns ihn wieder. Ja, ich will kämpfen. Ja, hier hast du wieder mal 50 Gold. Boah, nervig. Aber da wir jetzt wissen, dass in den Rückenschlagen hier sehr gut funktioniert, wollte ich jetzt eigentlich versuchen, in dem seinen Rücken zu kommen. Genau das wollte ich. Perfekt. Dann dreht er sich nämlich nicht um und wir können ihn die ganze Zeit ballern und er kann nicht abwehren. Naja, in der Gilde wartet immer die wichtigste Questkarte überhaupt auf uns. Es war jetzt nicht wirklich ehrenhaft, was wir machen, aber ist mir egal. So. Da funktioniert das mit dem Zeitlimit auch gerade sehr gut. Ich glaube, das ist noch nicht mal die letzte Runde vom Fight Club. Nächster. So. Jo, immer feste drauf. So, wieder in den Ring zurück, sonst gibt's gleich Ärger. Gut, noch ein Tritt ins Gesicht. Will unseren sexy Latschen. Los doch!
Hallo, ich hab noch abwehren gedrückt. Oh Mann, ey. Hör auf abzuwehren. Das ist... Mann. Du verzögerst das alles nur. Unnötig. Ja, recht so. Siehst du, die geben mir auch recht. Dass du voll unnötig verlängerst. Ja. Ich hab schon genau gesehen, was du wieder vorhattest. So. Kommt jetzt der Chef? Jo, der Chef kommt. Jetzt haben wir ein Problem. Los geht's. Und der starke Schlag und in den Rücken. Immer in den Rücken rein. Immer in den Rücken. Nur ein schöner Rücken kann entzücken. So. Ihr solltet doch im Ring. Ich bin noch im Ring. Ihr solltet. Alter, wie viele Schläge hält der denn aus? Könnt man mal bitte wieder rauszoomen? Hoppala. Oh, der hält aber echt einiges aus. Ist ja schon nicht mehr schön. So, wir sollten wieder in den Ring zurück. Bevor es wieder Ärger kriegt. Ja, oh, endlich haben wir ihn besiegt. Wir lassen uns feiern wie ein wahrer Held im Rock. Ein echter Kämpfer kann mich schlagen. Ihr habt euch den Preis verdient. Faustkampf-Kämpfer-Trophäe. Der Preis für den Sieg beim Faustkampf-Club von Knothelsglade. Damit haben wir auch den Erfolg weg und fertig. Dann können wir uns jetzt wieder anziehen. Wir nehmen erstmal die dunkle, bis wir die goldene komplett haben. Dann gehen wir nochmal schnell schlafen. Gucken, ob wir jetzt den Schmied rauslocken können, dass er auch vielleicht mit uns mal redet. Der Tätowierer ist auf jeden Fall schon mal ansprechbar. Das ist sehr gut. Und hier müsste doch eigentlich der Schmied auftauchen an der Stelle. Ich meine, das sieht hier schon aus so wie der Bereich für den Schmied. Also sollte doch hier auch der Schmied auftauchen. Oder bin ich da schief gewickelt? Bist du der Schmied? Nein. Bist du die Schmiedin von mir aus? Wäre auch okay. Nein. Man kann ja mit den Leuten zum Glück auch vorher schon reden. Der Shankmate. Na, was läufst du denn da? Wo läufst du denn hin? Bist du mein Schmied? Will denn hier niemand den Schmied spielen? Es fühlt sich keiner in der Lage, den Schmied zu spielen. Ach, mit den Schmieden, die müssen erst was auslegen. Oh. Na gut, dann haben wir ja hier erstmal soweit alles, was wir wollten. Das heißt, wir speichern jetzt ein letztes Mal, werden in der nächsten Folge dann endlich die Geschichte fortsetzen, damit wir auch in die neuen Gebiete kommen. Erfolgstechnisch sind wir ja soweit schon durch. Fast. Wir haben natürlich noch einige offen, aber die machen wir auch noch nach und nach. Ach, ich glaube, Great Balls of Fire kriegen wir nur dann, wenn wir auf Hardcore spielen, also in dem Hardcore-Modus. Nee.
möchte jetzt nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt Pause, essen was, trinken was und sehen uns dann gleich wieder. Und für die Leute auf YouTube, wir sehen uns später wieder. Bis dann, tschüss.